ist noch eine Bench. Ach, ich setze den jetzt einfach aus. So, Kleiner, such dir irgendwas. Ich habe jetzt nicht so gerade den Bock, dir das Händchen zu halten. So, Tür auf. Und dann geht's in Richtung in Richtung Hauptmission. Inventar wird gespeichert. Ist auch immer nett. Entweder hat er jetzt tatsächlich gespeichert und wenn ich laden würde, würde ich hier wieder starten. Nee, dem traue ich nicht. So, hier muss ich links. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstellen. Weil das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt das Spiel beende und irgendwann weiterspiele, dann muss ich eine... Dieses Geräusch. Nee, hier ist aber nichts. Na, dann muss ich nämlich das Spiel ab einer bestimmten Stelle nochmal spielen. Und darauf habe ich nicht so wirklich Lust, weil das Inventar wird gespeichert. Das heißt, sämtliche Munition, die man dabei zum Beispiel verbraucht, die ist dann weg. Also, wobei, ich habe haufenweise Munition, also von daher, eigentlich ist es egal. Aber ich dachte, ich spiele jetzt noch ein bisschen, bis ich zumindest, bis ich auf sowas treffe. Security Checkpoint. Ja, das wollte ich sagen. Tesla-Kern. Okay, ich habe scheinbar Zutritt. Ja, dann versuchen wir doch mal... immer geradeaus. Einfach durch den... Ups, wo renne ich denn hin? Das sieht aus, als wäre der Sicherheitszaun nicht mehr in Ordnung. Und das sieht aus, als wäre da jemand verunglückt. So... Das kommt mir irgendwie verdammt bekannt vor. Ist das nicht die... Was ist denn das für ein Viech? Bist du jetzt endlich tot? Alter, das kommt mir... Also zumindest die Gegend erinnert mich verdammt nochmal an den Anfang. Oh, Kisten. Ah, da ist ja noch einer. Alter, dem wachsen spinnenmäßige Beine. Ach, ich darf ja nicht stampfen wegen meinem Katheter. Ach nee, ich habe ja gar keinen. Ich habe ja diese... Ups. So. Ja, langsam läuft auch die Festplatte der Facecam voll. Das heißt, ich werde definitiv eine Pause einlegen müssen. Hier geht's nicht weiter. Oh, da ist auch eine Leiter, die nach oben geht. Gut. Rauf die Leiter. Und mal kurz. Oh, schön windig hier. So, wir sollen natürlich dort entlang. Hier ist nichts versteckt. Nein. Oh, das sind schöne Geräusche. Wow, Alter, ist das... Ich sehe gar nichts. So. Okay. Scheint nicht das Stabilste zu sein. Nein. Da ist nichts mehr. So. Ah. Aufklettern.
hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ah, diese Quick. Diese Quicktime-Events. Ah, und raus da. Alter. Verdammtes Schrottteil. Ja, wer hat denn das da so scheiße geparkt? So. Aha. Was haben wir denn da? Und Fortschritt wird gespeichert, heißt, dass ich hier eine Aufnahmepause mache und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss! Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Dead Space 3. Wir befinden uns vor diesem, ja, vor diesem Gebäude, wo wir jetzt so langsam mal hingehen werden. Und durch diese Höhle. Wobei ich mich echt frage, wenn da doch schon jahrelang keiner mehr war, wer hat da das Licht angelassen? Hm? So, mal kurz nachladen. Es wird schon wieder dunkel. In dieser kalten Höhle. Kisten. Ah, scheiße! Ah! Alter. Ich wollte mir doch nur die Kiste holen. Aber es war eine Falle. Ist wieder mal voll. Aufladen können wir uns natürlich nicht. Ich habe übrigens... Alter, liegen da viele Medipacks rum. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit... noch einer. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit... mal kurz das DLC mir besorgt. Das gibt es recht günstig. Eigentlich wie jedes DLC heutzutage. Ich habe es mal testweise angespielt. Jetzt sind wir hier unten. Was sind das für Kabel? Wo gehen die hin? Ich habe das DLC mal kurz angespielt. Um zu gucken, wie das so ist. Was gibt's da hinten? Wo müssen... Gucken wir mal eigentlich... Natürlich, wir müssen da links und darauf. Also gehen wir in die Gegenrichtung und gucken uns mal hier um. Ich habe mir nämlich das DLC mal... Ach, was ist denn das immer für ein Kameraschwenk? Ach so, hier geht's nicht weiter. Wobei, ist eigentlich auch ein schöner Anblick. Also ich könnte jetzt den Rest des LPs stehen bleiben und... Ah, Kisten! So. Ein bisschen Somatgel und ein paar Platinen. Nee, was ich sagen wollte ist, ich habe das DLC ein bisschen angespielt... Ich glaube, du wirst damit allein fertig, Junge. Ich wollte mich hier unten noch ein bisschen umgucken. Ellie, bist du da? Isaac! Oh mein Gott! Er lebt? Wie schön. Ellie, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Wie hast du es geschafft? Das Schiff, wir hielten dich für tot. Ich bin eurer Leuchtfackelspur gefolgt. Geht's euch allen gut? Ich habe Kava gesehen. Ja, uns geht's gut. Kava ist in der Nähe, wir hören ihn. Isaac, beeil dich bitte und komm hierher. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell ich kann. Archaeological Facility 1. Scheinbar haben die hier irgendwas ausgegraben. Was steht denn auf dem Schild hier eigentlich? Notice. Authorized Personnel Only. Und ich habe es beim Schneiden der LPs der Folgen ständig gemerkt. Immer wenn dieses Geräusch ertönt, habe ich keinen Bot dabei. Das gibt's doch nicht. Immer wenn dieses Geräusch ertönt, muss man den Bot aussetzen. Aber bisher hatte ich den... Wo ist mein Bot eigentlich? Ist hier irgendwo mal eine Bench? Nein, Ziel, Anzugstation. Ich stehe vor der Bench. Erstmal hier ein bisschen, kurbeln. So.
kann ich jetzt hier endlich mal an die Bank und meine Bots, die müssten hier eigentlich eingetroffen sein. Tesla-Kern, neue Platine, zwei Sucherbots zurückgekehrt, wusste ich doch. Die haben so ein bisschen was mitgebracht, aber ja, Bot bereit für den nächsten Einsatz. Und genau das wollte ich jetzt tun. So, ich wollte nämlich meinen Bot rausholen. So. Der sagt mir, da entlang. Na gut, ich kann jetzt nicht zur Bench gehen. Gucken wir mal. Na gut, einen setze ich hier jetzt einfach mal aus und den anderen, wenn ich dann oben bin, werde ich den dort aussetzen. Ich sollte auch vielleicht mal die Waffen tauschen, also das geht langsam. So, der funktioniert jetzt auch, der Fahrstuhl. Das heißt, ja, kurze Zwischensequenz. Scheiße, der lebt noch. Oh, wie ich sowas... wie ich sowas nicht mag. Erwischt. Ah, Alter. Lauf mal ein bisschen. Kurz mal... Alter, was ist denn los mit dem? Der hat wohl echt nicht gut geschlafen. Da lag ein bisschen Munition. Ah. Alter! Bleib doch mal stehen, Junge! Ah, nein! Will ich deine... kannst du mal aufhören, mir im Weg rumzustehen, Junge? Lad nach. Da liegt wieder Munition. Ah, warum kann ich die denn nicht mitnehmen? Alter, lass dich doch treffen! Ah! Scheiße, scheiße. Irgendwie ist der hinter mir, kann das sein? Ich möchte mich jetzt nicht umdrehen. Autsch! Verdammt nochmal, hallo! Lass mich doch mal in Ruhe, du! Alter! Wenn es etwas gibt, was ich hasse, dann sind es solche Gegner. Alter, zeig doch mal da hinten. Oh, ausgerechnet in dem Moment muss ich nachladen. Geht doch. Ah, scheiße. Alter, wie viele Arme hat der? Ah, nein. Fuck. Nein! Ich glaube, hier sollte man sich vielleicht auch irgendwie wegrollen, wenn der ankommt. Aha. Ja. Alter! Alter, erwisch doch mal diesen dämlichen Arm da! Ah, nein. Geht doch. Kann der vielleicht mal sterben? Ah. Alter. Sag mal. Ist der unverwundbar oder was ist hier los? Würde der vielleicht irgendwann auch mal sterben? Junge!
Ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr. Na, ich kann mich auch nirgendwo verstecken. Der sagt, ich soll da hoch. Ja, super. Ich komme hier aber nicht hoch. Ich kann mich nicht mehr aufladen. Alter, was ist denn? Könnte der vielleicht mal sterben? Alter,